Ja, Leute, alles Gute. Wir sind wieder zurück hier auf der Baustelle. Jetzt frisch mit der Blase entleert. Geht's weiter mit unserem Museumsanbau. Und es sieht schwer nach Gießen aus, oder Dominik? Es sieht schwer nach Gießen aus. Damit hallo von mir und auch von mir alles Gute. Oder wie sagst du immer? Ey, gute wie. Ja, eine gute wie. Nicht gute, gute, das muss ein D sein. Kein T. Ah, gute. Ei, gute wie. Eine gute wie. Ei, gute wie. Ei, nur ganz Ei, wie das Frühstücksei. Gute wie. Gott sei Dank wohne ich da unten nicht. Ja. Sonst würde ich, glaube ich, die ganze Zeit sagen, Grutze fix. Aber das sind eher die Österreicher, ne? Genau. Du bist eine Sau, Blöde. Ja. So. Gott sei Dank wird die Dachfläche jetzt etwas kleiner. Na gut, ich meine, bis zu dem Bogen da vorne geht die natürlich schon. Schon wird das ja gar keinen Sinn machen, ne, den Bogen hinzustellen. Tja, Leute. Da fällt mir gerade ein, ihr kennt doch alle Star Wars, die Teile, und erinnert euch, das Imperium schlägt zurück, wo Han Solo in Carbonit eingefroren wird. Und der Rückkehr der Jedi-Ritter wird er ja wieder befreit daraus. Ist doch einige Leute aufgefallen, dass er dann plötzlich dicker war, ne, als wie er eingefroren war. Als ob er zugelegt hätte, während er eingefroren war. Das liegt natürlich daran, dass dazwischen Jahre vergangen sind und Harrison Ford natürlich noch in der Zwischenzeit für jeden des Jägers verlorenen Schatzes gedreht hat, was noch alles, ne? Ja. Und ist nur witzig. Erzähl, ich sag dir, das ist mir nur gerade aufgefallen, wo ich irgendwann letztes Mal wieder so reingeguckt habe in die Teile. Im zweiten Teil, wie gesagt, der alte zweite Teil noch, ja, das ist jetzt. Über Star Wars zu reden, ist ganz kompliziert geworden. Er ist eingefroren worden, war total dünn. Und im dritten Teil, wird er ausgemacht, da ist er deutlich dicker. Ja gut, ne? Viel gegessen. Ja. Guck gerade einmal. Also ich habe jetzt letztens erst gelesen, dass der, da kommen wir zu Harry Potter, dass der Schauspieler von Dumbledore tot ist. Wirklich tot ist jetzt? Oder im Buch? Der ist komplett verstorben. Okay. Wie heißt er dann noch? Ich komme auf den Namen nicht. Warte. Kann ich dir sofort sagen? Weil der hat ja massig gute Filme gedreht früher. Wo der schon dabei war. Ich muss jetzt gerade einmal gucken. Weil ich war jetzt nämlich gerade woanders. Aber gut, der ist ja natürlich auch schon älter, ne? Ja, ne, der war älter, ja. Wir haben, das ist ein gutes Thema, guter Schnittpunkt. Uns sterben so langsam die top gute Schauspieler weg, so bald, allmählich. Ja. Wie viele jetzt doch alt geworden sind. Ich meine, ich war immer Fan, oder auch Fan von der Spielart und Weise, von der Coolness von Bruce Willis. Ich meine, der lebt um Gottes Wille, ja. Aber auch die werden älter. Da kommen jetzt immer weniger Filme von denen natürlich. Da geht's ja schon los, ja. Ja, Dumbledore-Darsteller Michael Gambon. Ja, genau, ja. Und je mehr jetzt davon wegsterben, ich meine, ich habe gerade letztens den Jäger des verlorenen Schatzes gesehen, der neueste Teil jetzt. Und ich finde, egal was die Leute immer sagen, das ist nicht mehr so wie früher. Es ist nicht so wie früher, Harrison Ford ist älter geworden. Und ich fand der Film gut gemacht, er ist richtig gut gemacht als Abschiedsfilm. Doch, wirklich, er ist sehr emotional, das merkt man. Und es ist schon fast traurig zu sehen, wie alt Harrison Ford geworden ist. Ach Gott, das ist halt das Leben, ja, aber das ist ja das, was ich sage.
alle gute Schauspieler werden jetzt langsam wegsterben. Das heißt nicht, es sind dann keine mehr da. Nur die Neuen, die jetzt da sind, die haben noch nicht den Beweis geliefert, so wie die, wovon ich gerade rede, die dann am Anfang ihrer Karriere, das sind sie auch erst nicht aufgefallen, ne? Aber dass man die in Top-Filmen sieht, dass man sich dran gewöhnt hat und so weiter, das ist noch nicht gekommen. Ja. Es ist so, da verschwindet eine starke Ära. Und man kann nur hoffen, dass es anderen her gelingt, genauso über viele, viele Jahre weg so einen Beliebtheitswert zu tragen, ne? Ja, korrekt. Stimme ich dir vollumfänglich zu. Das ist so. Bruce Willis hat er nicht Demenz? Ist er nicht schwer krank? Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nichts mehr gehört oder gelesen. Nur was? In welchem bist du jetzt drin? In der Betonpumpe. In welcher? An der Straße oder auf dem Grundstück? An der Straße. Gut, hier hinten. Dann will ich diesmal auch richtig laufen. Ich falle eh gleich in Ohnmacht. So wie der schnauft. So. Wie soll ich denn das sagen mit den Schauspielern? Ich meine, die, wo wegsterbe, die haben ein unglaublich großes Markenzeichen gesetzt. In eigenem Stil, in der Filmart, in der Spielart und so weiter. Ja, vom Namen her. Das waren klangvolle Namen. Richtig. Und alle anderen nachkommende Schauspieler, ja, die jetzt natürlich noch jünger sind, unterwegs sind. Ja, es gibt noch ein paar. Ryan Gosling und so weiter, die sind jetzt alle noch nicht so alt, ja. Die können noch viel machen, aber... Ben Affleck, Adam Sandler, Eddie Murphy, gut, der ist jetzt auch schon etwas älter. Der ist auch schon älter, genau, ja, da geht's aber... Da kommt ja aber auch Whoopi nicht so viel Goldberg. Von denen. Genau, aber da ja. Kommt ja auch nicht so viel von denen. Ne? Ben Affleck genauso, ich meine, dann sieht man kaum was, hört man kaum was, da haben wir wieder neue Filme oder so. Es sind halt auch die, ich glaube auch die Produzenten, die so eine große Ära hatten, wie Jerry Bruckheimer. Steven Spielberg. Ja. George Lucas ist jetzt speziell Star Wars eigentlich, ne? Aber obwohl er ja auch mit beteiligt war an The Goonies Jägers verlorenen Schatzes, ja. Ja. Also so, die haben so einen unglaublich eigenen Stil als Marke gesetzt. Und das wird im Moment immer weniger. Da braucht es wieder Nachschub. Jetzt gerade, wo wir bei Whoopi Goldberg waren, könnte ich mir doch vielleicht mal wieder Sister Act angucken. Bei dem Film haue ich mich jedes Mal weg. Ja. Muss man mögen, muss ich dazu sagen. Aber nur der erste Teil, der zweite Teil ist schon wieder zu in die Länge gezogen. Da wolltest du die Musik weiter ausbauen. Richtig. Und der erste Teil war halt ganz krass. Da kommt halt einer aus dem Milieu in diese fromme Welt. Und wenn Whoopi Goldberg dann doch wieder anfängt zu fluchen plötzlich oder sowas, ja. Ja, ja. Ja, ein Stockwerk kommt noch drauf. Minimum eins, ja. Der eine Stockwerk kommt noch drauf, dann das Dach. Mehr kommt dann nicht mehr drauf. Bin nur mal gespannt vorne auf diesen Bogen, weil da habe ich jetzt keinen Plan mehr, wie das ausgesehen hat. Das ist ja eigentlich auch geschlossen. Richtig, ja.
So ein Betonklotz, so ein großer. Wie war das? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten? Ja, ja, genau. So, weiter komme ich nicht. Geh mal den anderen. Ich hätte jetzt sonst hier den kleinen Fahrbaren genommen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir mit dem anderen so weit kommen. Der macht ja, der steht genau auf der ungünstigen Seite. Aber ja, der, mach's doch. Ja gut, aber auf die andere Seite komme ich ja nicht hin, ne? Mal erstmal Licht anmachen. Das Abblendlicht. Wenn der Baukran weg wäre, da käme ich durch. Ja, dann ja. Ach so, da kommst du her, ja. Ich hoffe, das passt. Ja. Ich gehe schon mal Schalelemente hole. Oh. Die werden wir wahrscheinlich jetzt gleich brauchen. Nee, ja. nur Deckelemente. Die Schalelemente kann ich gar nicht aufnehmen. Da, wo die liegen. Okay. Ah, wir gucken. 91%, das. Ja, hört sich gut an. Geht jetzt alles relativ schnell. Ah, das ist auch immer so eine Frage in dem Game hier, wenn wir eine Baustelle anfangen, wo positionierst du am besten was? Ja. Weil gefühlt stehst du eigentlich immer falsch mit irgendwelchen Geräten. Ja, ja, genau. So, dann lass mich da eben wegfahren. Ja. Ach scheiße, warum will ich denn da wegfahren? Wir müssen doch da noch Ja, wir müssen gießen, ja. Ja, dann lass mich hier vorne mit dem Kleinen, wo ich jetzt drinne sitze, die Ecke noch eben einmal machen und dann gucken wir mal, dass wir uns die anderen nehmen. Ja, dann kannst du ja gerade die Metallbauteile dahin stellen. Ja. Bist ja auch gerade fleißig im Kran dabei, sehe ich schon. Mhm. Ja, die Schalungselemente sind automatisch verschwunden. Mhm. Ja. Oh, ich glaube, die bin ich so früh. Ich glaube, die Metallteile kann ich noch gar nicht. Da musst du erst doch, fertig sein. Ah, doch, dahinter. Die kannst du da hinten platzieren. Aber trotzdem habe ich falsche. Ich muss hier erst die stehende. Richtig. Jetzt ist es verloren. Ich habe es abgelegt, ist im Boden verschwunden. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie das immer zustande kommt. Ja.
Das ist im Bilder, im Bildersimulator, Bildsimulator, wie heißt er da nochmal? Baubild, ne, Bildsimulator. Nicht so. Egal, wo ich was hinwerfe, da bleibt's liegen. Jo. So soll's ja eigentlich auch sein. Ja. Jetzt fahre ich das Ding hier weg. Du kannst probieren, du kannst auch zurücksetzen. Ja, ich habe eine Idee. Wups, wow. Die Metallstrebe hier gegen die Haus- Museumshauswand geschleudert. Zack. Dann nehmen wir den. Ja, oh ja, 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 langsam, schön, langsam. Das wird doch dagegen geschlagen. Oh, die Scheibe ausgeschlagen aus dem Museum. Hm. Ja, das kann man jetzt abschmatzen. Das eine Teil ist weg. Dann muss ich wohl den Schritt überspringen. Moment. Betonwände, Betonwände. Fertigtreppen, Fertigtreppen. Metalllieferung, Pfeile. Pfeile, da. Ne, kann ich gar nicht überspringen. Träger, das kann man überspringen. Ja. Ging leider nicht anders, der andere war ja verschwunden. Ja, dann ist es so. Ja. So, dann mache ich die Treppe vorne fertig. Ja, gerne. Ja, meine Güte. Jetzt hat er das eine Teil umgedreht. Mit ein bisschen Glück hebe ich jetzt das dritte auf und er hebt das andere wieder rum. Ah, oh, die Kamera, echt. So. Nee, hebt er nicht rum. Macht er nicht? Nee. Ach Gott. So, Problem gelöst, es liegt schon. Sehr gut. Da mache ich es. Also wenn das so rumzickt, was soll ich da noch machen, ja? Ja, ist so. Wie schwer so ein Betonelement ist und das springt da rum wie Fruchtgummi, ne? Also. Na, wie beim Rasthof, wo das Ding bis hinter die Tankstelle geflogen ist. Ja, ja. So, nur noch Gießarbeit im Moment wieder. Ja, ich guck mal, wie viel ich hier mit den einzelnen Pumpen abgeschlossen kriege. Ach, hey, was da noch ein Haufen Deckelement. Ja, das ist jetzt die große Decke. Bis über die Rundung drüber weg.
wollte gerade fragen, Björn, ich brauche Beton, kannst du bitte? Ja, ja, ist schon geliefert. Oh, sehr schön. Da kommt ein Videoclip, Moment. So, liebe Freunde und Zuschauer von Main Zwibbelring TV. Bitte nicht vergessen, zet u abonnieren, ein Like dazulassen und folgt mir auf YouTube und auch bei Discord. Viel Spaß beim Weiterschauen. Jo, vielen Dank, Beatrice, für den Hinweis. Also, ihr wisst Bescheid. Was sie noch nicht erwähnt hat, ist auch bei Discord. Oh, nee, Discord sagst du doch, ja, genau. Bei Instagram. Bei Instagram, ja. Instagram auch. Dann könnt ihr uns auch folgen und so weiter. Aber bei Discord ist ein bisschen wenig Verkehr, Leute. Da wollen wir irgendwann mal live streamen mit euch zusammen. Da, also live streamen, ihr könnt rein töten, ihr könnt rein quatschen, wie ihr wollt. Gebt uns Befehle, wir machen alles. So ungefähr. Richtig. Also wie gesagt, Discord ist noch ein bisschen wenig Verkehr. Ist ja noch ziemlich jung, alles aufgestellt, klar, aber da soll es irgendwann mal krachen. Da feiern wir Partys mit euch. Videopartys. Richtig, korrekt. Wir müssen einmal die andere Betonpumpe nehmen, die von DAF. Ja. Weil mit MAN bin ich jetzt am Ende meiner Möglichkeiten gewesen. Moment, ich komme hier nicht raus. Bin unterwegs. Ja, ja, alles gut. Carbotec. Was meinst du? Carbotec steht bei dem Kran drauf, bei dem, wo du gerade fährst. Ja, wahrscheinlich ist das der Aufbauhersteller. Wahrscheinlich, ja. So, Dominik, du bist also in Berlin genau die Buslinie gefahren von der Bus, ne? Richtig. Bist du denn die ganze gefahren? Ich bin so gut wie die ganze gefahren. Also ich würde sagen, so 90% der Linie bin ich gefahren. Welche Liniennummer war denn das? Weißt du das noch? Also in Berlin heißt die 100. Die 100, ja, genau. Die habe ich ja auch. Ja. M100 ist es. Mhm. Es war beeindruckend. Also der Bus kann ich jedem empfehlen. Es sieht quasi fast identisch aus. Ja, Wahnsinn, ne? Es ist echt unglaublich gewesen, ja. So, das Säulengießen hat gleich ein Ende. Gott sei Dank. Et voilà. Und es war Ende. So, Aufzugselemente. Ja, ich renne schon wieder. Was er schnauft. Damit qualifizierst du dich zum Mitarbeiter des Monats. Ja. So schnell wieder, ne? Vorausgedacht. Bei 99% habe ich die Betonbombe schon abgeschaltet, weil ich genau wusste, das passt. Das passt eigentlich immer.
Und wieder 6 von Deckelemente. Also nicht 6 mit Deckelemente, sondern 6 Stück, 6 Paletten Deckenelemente. So, ja. Aber je mehr wir jetzt verbauen, umso weniger haben wir dann hinterher übrig. Ja. Das heißt, wir neigen uns tatsächlich, auch wenn oben vielleicht die Fortschrittsanzeige was anderes sagt, doch schon quasi leicht dem Ende entgegen. Ja. Ja, aber die Wände streichen und so weiter, verputze, das fehlt alles. Das sind immer dieselbe Tätigkeiten, wo man macht, grobe Dinge, und das Interessanteste kommt von alleine dann. Ja. Ups. Oh, ich guck mal nach Fertigkeitspunkte. Fertigkeit. Ja, ups, vielleicht kannst du ja wieder. 3 Punkte habe ich so. Hey, was ist denn jetzt los? Na, siehst du? Nee, Moment. Das ist weitergesprungen. Krangeschwindigkeit nehme ich mal einen Punkt. Der ist jetzt voll. Meisterschraube noch nicht. Fitness. Das ist mir egal, wenn der schnauft. Und Betonfiskosität ist auch voll. Ja, sehr gut. Das heißt, der Beton verteilt sich wahrscheinlich schneller. Ja. Und plätschert nicht mehr. Naja, wird wahrscheinlich dann schneller ausgebreitet. Das kann ich schon sein. Das letzte Teil dran. Ja. Ich wollte nur warten, bis du mit deinem Arm da weg bist. Mhm. Beziehungsweise mit deinem. Das war mein Bein. Haken. Das war mein Bein. Aus der... So. Du hast aber dünne Beine. 21 Elemente, ja. Man freut sich wieder. Oh Gott. Ah, das wird das letzte Mal sein, dass mir so solche Fläche hier weggieße. Warum bin ich dann... Oh Mann, ich muss mit der Kamera unterm Kran. Schon komme ich hier mit der Steuerung durcheinander. Das ist aber blöd, dass man nicht einen zweiten Kran, Baukran aufstellen kann, gell? Ja, korrekt. Es gibt ja genug Baustelle, wo mehrere Kräne stehen. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Schön tief bleiben, damit Björn drüber kann. So, schauen wir das erste Teil wieder weg. Muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Ich fange hin mit der weiteste Platte an. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ja. Jetzt brauche ich ein schmales wieder. Ne, ich hätte ein großes gebraucht. Naja, egal. So, 2 große brauche ich jetzt. Nehmen sie gleich beide auf einmal mit. Das wär's noch. Ja, kurz am besten wär's. Zwischen abgelegt, weißt du, und dann nebeneinander verteilt. Ja.
Verzeihung. Ups. Sie rüpeln. Ja. Ja, mach erst. Ich gehe erst vorbei, ja. Kommunikation läuft. Mhm. Wenn das bei unserem zukünftigen SWAT-Team genauso läuft, bei Ready or Not, kann nichts passieren. Dann kann nichts passieren, genau. Ja, geh erst rüber, dann schwenke ich weg. So. Knapp daneben ist auch vorbei, Dominik. Ja, ich hab's jetzt gerade gesehen, ja. So. Kannst du das längere Teil vor meinem Kran abholen? Weil das gehört da hinten nämlich noch hin. Da komme ich nicht mehr hin. Das habe ich schon am Haar gefasst. Ja, knapp daneben und so, ne? Mhm. So. Okay, dann nur noch die drei kleine. Ich glaube, dann werden wir was Neues machen, nämlich gießen. Denkst du echt? Ja, und da liegen noch zwei Bewährungsgitter rum. Boah. Wo kommen die dann hin noch? Gute Frage. Moment mal. Stopp, ich muss kurz zurück. Na klar, da kommt ja noch ein Stock. Wir machen noch mal die ganze Runde. Weil das ist ja, wir machen ja gerade noch einen Stock. Ja. Ach hey. Klar, ne, weil die Leute laufen ja nicht übers Dach rüber zum Balkon ins andere Gebäude. Kannst schon mal die Betonpumpe klar machen eigentlich, ne? Ja, ich bin unterwegs. Oder kommt da noch was? Nee, die schale Elemente werden jetzt automatisch wieder verschwinden. Wo da stehen. Warum werden immer neue geliefert? Sind das so Einwegschalelemente oder was? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, gute Frage. Ich mache hier gerade Platz, dass ich mit der Betonpumpe reinfahren kann. Ja, guck doch, sieht so wieder aus. Die Frage ist, komme ich überhaupt noch so hoch mit dem kleinen fahrbaren Ding hier? Ja, wir probieren's. Dann mache ich als erst da hinten wieder beim Baukran die Ecke und dann gucken wir uns das Ganze gleich an. Kannst du mit der Brücke, anfangen? Ja, ich probier's. Ich guck mal gerade, wie weit ich da hinkomme. Dann nehme ich den Kübel. Weil irgendwann wird es ja auch schwierig von der Höhe her.
Was für ein Betonungetüm. Nichts wurde mit Stein gemauert, ey, das gibt's ja wohl nicht. Das ist. Die Modernzeit ist das, ne? Ja. Alles so noch Beton- und Glasfassaden. Prunkvolle Elemente. Ja. Können wir eigentlich näher ran? Ja, klar. So. Naja, 23% schon. Ja, ist doch ordentlich. Aber da gehe ich nämlich hier genau dahinter an die Kante. Wenn du nämlich nachher draußen an dem Mischer bist. Ja. Kommst du da wieder schlecht dran. Ja, 30% gleich. Ja, und das war es nämlich auch von der Bearbeitungsfläche her. Mhm. Weil es halt einfach irgendwann mit der Höhe kritisch wird. Ja, ich meine, wir könnten jetzt einen Kran nehmen und könnten die Betonpumpe nach oben anheben. Oben das Dachstelle oder sowas. Ja, richtig, genau. Das ist richtig realistisch. Das macht jeder. Ja. Sieht man viel in Indien und so weiter. Ja, wobei es da mit der Arbeitssicherheit natürlich immer eine andere Sichtweise gibt. Andere Welt ist, ja. In welche gehst du jetzt? In welche Pumpe? Im DAF bin ich. Also vorne an der Straße. Richtig. Verzeiht mir, Leute. So, der letzte Stock, endlich. Wahnsinn, ne, oder? Naja, gut, ich meine, wir sind gerade am Anfang vom letzten Stock. Wir machen ja gerade im ersten Boden. Gleich kommen wieder die Wände und dann noch einmal ein Dach oben drauf. Ja, aber das ist ja jetzt Pipifax nur noch, ne?
65%. Mhm. Aber 55% vom gesamten Museumsbau, das ist schon heavy. Das ist schon so gut wie nichts, ja. Ja. Also das ist die Hälfte, ja, aber wie lange mir schon dran rumbastle jetzt, ne? Korrekt. Plus 3 Stunden, die man nicht sieht, ne, wo du noch im Grabe verbracht hast. Richtig. Ja, und das ist das nämlich, was ich meine. So, ja, ja, wir machen diese Betonplatte fertig. Und wir sehen uns an der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder, Freunde, ne? Bis bald, ciao.